Ein Volk, das Europa viel mehr prägte, als viele annehmen, sind die Normannen. Diese Nordmannen kommen aus Skandinavien und werden im Deutschen auch als Wikinger bezeichnet. Seit der Antike brachen immer wieder Gruppen aus Skandinavien nach Süden auf. Ab dem Frühmittelalter entwickelten die Nordmannen schnelle Seeschiffe, mit denen sie auch längere Distanzen bewältigen konnten. So erreichten sie 850-70 Island, 859 das Mittelmeer, 930-40 Grönland und um 1000 die Ostküste Kanadas. Konstantinopel erreichten sie mittels des osteuropäischen Flusssystems. Boote wurden über Land gezogen und über den Dnieper ging es ins Schwarze Meer, über die Wolga in das Kaspische Meer und von dort sogar nach Persien. Seit 810 machen die Wikinger die Nordseeküste unsicher. Auch hier ruderten sie einfach die großen Flüsse hinauf und plünderten so Städte und Klöster im Binnenland. So ab 845 mehrfach Paris. Eine Flottenabwehr gab es im Karolingischen Reich nicht. Seit 825 begannen die Nordmannen auch in Frankreich zu überwintern. 911 entstand die Normandie. König Karl III., der Einfältige, schloss mit Rollo ein Bündnis. Rollo ließ sich taufen, erhielt den Namen Robert und heiratete die Königstochter Gisela. König Karl übertrug Robert die Normandie zum Eigentum. Hier verwandeln sich jetzt die heidnischen Wikinger in christliche, romanisierte Normannen. Ähnlich geschah es mit den Wikingern im Osten, die sich im Gebiet von Nowgorod und Kiew ansiedelten. Sie wurden als Waräger bezeichnet und wandelten sich schließlich zur slawisierten Rus. Die Assimilation wurde jeweils dadurch erleichtert, dass vor allem Männer kamen. So heirateten sie schnell in alte Eliten ein. Fürst Wladimir vereinigte im Osten die Reiche von Nowgorod und Kiew, das zur Hauptstadt wurde. Hier waren die Skandinavier vor allem Händler und vermischten sich mit der einheimischen slawischen Bevölkerung. Sie bildeten allerdings bald die Oberschicht. Von der Rus aus wurde Handel mit Konstantinopel betrieben. Als man dort Soldaten brauchte, schickte Wladimir 6000 Krieger. Durch Wladimirs Heirat mit einer byzantinischen Prinzessin kam schließlich der orthodoxe Glaube in das Land.